Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Bratans aus Vorwedas Box von Juri. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Bratans aus Vorwedas von Juri. Das Ganze heute am 29.06. erschienen. Das ist das, ja, mehr oder weniger zweite richtige Soloalbum von Juri. Das erste war dieses hier, Teflon Don, aus dem November 2015. Mittlerweile Juri ja bei BBM unter Vertrag. Wir schauen uns das Ganze mal an. Dazu holen wir die Folie mal von der Box. Also rein farblich hat sich zur ersten Box nicht allzu viel geändert. Allerdings vom Design her diese doch deutlich gelungener und, soweit ich informiert bin, auch was den Inhalt betrifft. Gut, wir haben hier eine schwarze Box. Chapter 1 lesen wir oben links, Universal Music Group rechts, Bikini Bottom Mafia Established 2014, also das ist das Label von SpongeBoss. Hier lesen wir dann auch wieder Bikini Bottom Mafia Presents, Bratans aus Vorwedas Juri, Verbraucherhinweis auf Englisch und hier nochmals BBM. Vielleicht ganz kurz was zum Titel, Bratans aus Vorwedas. Also Bratans, das ist ein, ja, ein Begriff, der kommt so aus dem Slawischen, aus dem russischen Sprachraum. Brat heißt so viel wie Bruder auf Russisch. Und dann haben wir noch die Vorwedas, also das sind so die Armenviertel, die Elendsviertel, hauptsächlich im südamerikanischen Raum, in Brasilien vor allem. Und das sind eben diese, ja, diese großen Siedlungen, diese Slums, wo wirklich so die Ärmsten der Armen wohnen, meistens in der Nähe von Großstädten im portugiesischen, also ja, portugiesischen Sprachgebrauch. Und Portugiesisch spricht man, glaube ich, vor allem in Brasilien, in Südamerika. Und daher kommt dieser Begriff. Gut, also auf Deutsch so viel wie Brüder oder Jungs aus dem Ghetto, aus der Armut. Dann haben wir hier schwarzen Untergrund, hier nochmals das Ganze bedruckt. Oberseite ebenfalls blank schwarz, linke Seite bedruckt. Rückseite blank schwarz, hier haben wir einen Barcode und Credits. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal die Instrumentals zum Album. Dann die Bonus-EP, das Album an sich, ein Trikot, diverse Sticker, 4 Stück. Dann haben wir hier ein Lookbook und ein Poster. Von innen die Box glatt schwarz. So. Nachdem hier wirklich diverse Sachen noch eingeschweißt sind, werden wir die mal alle aus den Folien befreien. So, also das Album an sich. Dann haben wir natürlich noch die Bonus-EP. Das Ganze wurde hier zwar perforiert, allerdings, ich bin nicht ganz sicher, ob das so funktioniert. Ja, wir werden das einfach mal hier auf der Seite probieren, bevor wir das Cover hier unnötig zerkratzen. Und dann haben wir natürlich noch die Instrumentals. So, Sticker zur Seite und dann haben wir noch das Trikot. Hier haben wir noch einen L-Aufkleber. Gut, nachdem wir jetzt alles rausgeholt haben, starten wir direkt mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Bratans aus Vorwedas, Juri. Bikini Bottom Mafia Presents lesen wir hier wieder. Und dann haben wir hier den Interpreten mit dicker Jacke abgebildet und fettem Fellkragen. Zigarre und Sonnenbrille auch am Start.
Das Ganze ein super Jewel Case, sehr schön. Hier an der Seite lesen wir auch wieder Bratanz aus Favelas, Juri. Auf der Rückseite haben wir 13 Tracks und wir haben Features von San Diego und nochmals San Diego und dann hier noch Sensa. Also zwei verschiedene Features, aber insgesamt drei Features auf 13 Tracks. Hier nochmals Juri im Trikot abgebildet. Zu dem kommen wir dann noch. Dann haben wir hier einmal einen Infoflyer von BBM Merch, neue Kollektion, und Stony Liquid, also das hier für so Dampfer. Stony hat ja nicht nur Shisha-Tabak, sondern eben auch Liquids. Dann haben wir hier die zwei abgebildet, links Juri, rechts Sunny. Hier die einzelnen Tracks inklusive der Info, wer daran beteiligt war, wer das produziert hat. Juri alleine mit Favelas Hoodie. Osama Putin. Okay. Also auf der linken Seite Putin, auf der rechten Seite Osama Bin Laden. So Split Face. Dann haben wir hier weitere Tracks. Weitere Tracks. Aufnahmen von Juri. Nochmals weitere Tracks. Zieht sich hier so durch. Auf jeden Fall vom Design her gelungen. So in Schwarz, Weiß und Rot. Gefällt mir gut. Shoutouts, also Danksagung. Dann haben wir hier noch Executive Producer und BBM zum Abschluss. Gut, machen wir mal wieder hinein. Wenn es gehen würde, so. Ups. Dann schauen wir uns noch die CD an. Die sieht so aus, in Rot und Weiß gehalten. Lesen wir auch wieder Albumtitel und Interpret. Rückseite blank weiß. So, ich werde mal ganz kurz einen Cut machen. So, sorry für den kurzen Cut, aber ich habe einfach gemerkt, wie gerade meine Nase kribbelt und es war kurz davor, dass ich mörderisch niesen musste. Deswegen wollte ich das zu ersparen, dieser kurze Cut. So, dann haben wir die Instrumentals, die kommen in einem Digisleeve. So sieht das aus. Also vom Design her, wie auch schon das Boxcover. Auf der Rückseite haben wir auch wieder die 13 Tracks aufgelistet, inklusive der gesamten Infos, wer das produziert hat. Sehr schön. Bratanz aus Favelas Instrumentals. So sieht das aus. Und dann haben wir ebenfalls in einer Papphülle, in einem Digisleeve, die Bonus-EP, die BBM Champions League EP Volume 1. So sieht das aus. Und auf dieser haben wir 7 Tracks, inklusive 7 Instrumentals. Also wir haben inklusive der 13 vom Album dann 20 Tracks gesamt. Und hier sind jede Menge Features. Und zwar haben wir einmal Juri, San Diego und Sensa, Juri und Sensa, Juri Solo Track, Sensa Solo Track, San Diego Solo Track, San Diego und Sensa und nochmals alle drei. Also Sensa ja, soweit ich weiß, auch bei BBM unter Vertrag. Also 7 Tracks von BBM-Mitgliedern, inklusive 7 Instrumentals. Finde ich schön, dass die Instrumentals der Bonus-EP auch dabei sind. CD in weiß und schwarz gehalten und in einer Papphülle. Dann haben wir Sticker. Und zwar haben wir einen Sticker in Kreisform, Bikini Bottom Mafia 2014. Dann haben wir diesen hier, rechteckig, Juri Bratanz aus Favelas. Quadratisch BBM ist die Gang und dann noch quadratisch BBM Bikini Bottom Mafia. Also insgesamt 4 Sticker. Das ist echt reichlich. Dann haben wir ein Poster. So sieht das Poster aus. Also wir haben hier einmal oben stehen, ich hoffe man kann das sehen, Bikini Bottom Mafia Presents. Dann haben wir hier Juri, wie auch schon auf dem Albumcover mit dieser dicken Jacke. Und ja, hier sieht es gar nicht mehr so ganz nach Zigarre aus, dürfte eine reguläre Zigarette sein. Okay, ja, also das ist
die Fotografie des Covers. Ich dachte erst, das wäre eine Zigarre. Bratans aus Favelas lesen wir auch hier wieder. So sieht das aus. Und dann haben wir hier noch eine Line von Juri und die ganzen Beteiligten. Und auf der Rückseite haben wir, das kennen wir aus dem Booklet, Juri hier mit dem Trikot. Und hier oben lesen wir noch auch wieder Bratans aus Favelas Juri. So sieht das aus im Trikot. Also das Poster beidseitig bedruckt im Hochformat. Mit dabei dann noch ein Lookbook. Also das dürfte wohl dafür sein, um BBM-Merch zu präsentieren. Jawohl. Also wir haben hier diverse Fotos und auch Zitate aus Tracks. In dem Fall aus dem Track Bratans aus Favelas. Na klar. Hier weitere Tracks. Lookbook. So sieht das aus. Ist eine nette Draufgabe zum Booklet an sich, dass man hier noch diverse Textzeilen mit Fotografien verbindet, natürlich auch entsprechend den Merch in Szene setzt. Rolls-Royce und Lamborghini. Weitere Aufnahmen. So sieht das aus. Also das Ganze im Querformat. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Trikot. BBM Bikini Bottom Mafia lesen wir auch hier wieder, das Logo. Und dann haben wir hier, als wäre es der Hauptsponsor hier auf der Brust, Favelas. Hier unten lesen wir dann noch Drive-By und hier nochmal ein BBM Aufnäher. Die Ärmel jeweils in Camouflage. 7er haben wir hier auf der rechten Schulter. Linke Schulter ist blank. Auf der Rückseite haben wir dann wieder die Nummer 7 aufgedruckt und Juri stehen. So sieht das aus. Dann in dem 7er auch wieder das BBM Logo. Und hier unten steht dann auch nochmals Bikini Bottom Mafia. Jetzt würde mich noch interessieren, ob wir hier irgendwie einen Hinweis finden über, ja, das schaut gut aus. Was haben wir hier? 100% Polyester. Dann haben wir die Hinweise, wie das Ganze gewaschen werden soll. Made in Turkey. Universal Music GmbH. Alles klar. Gut, wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Hier lesen wir noch BBM Size L. Schauen wir uns mal kurz an, wie das aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier das schwarze Trikot mit dem Aufdruck Favelas. Links BBM, rechts nochmals das Logo. So sieht das aus. Die Ärmel, wie gesagt, in dieser Camouflage-Optik. Ansonsten wirklich hier alles in schwarz, bis auf diesen Aufdruck hier. Und zwar haben wir einmal diesen Drive-By-Schriftzug. Und dann auf der anderen Seite haben wir dann noch diesen BBM-Aufnäher. Sieht gut aus, kann man auf jeden Fall tragen zum Sport oder in der Freizeit, je nachdem, wie man möchte. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Trikot in der Größe L, dann das Lookbook, das Poster beidseitig bedruckt, jeweils im Hochformat, dann die Sticker, 4 Stück an der Zahl, die Champions League Bonus EP mit 7 Tracks, die Instrumentals zum Album und natürlich das Album an sich. Auch wenn ihr es jetzt nicht gesehen habt, weil es in meiner Box nicht dabei war, aber es gab zusätzlich auch noch 2 Bonusinhalte, die ihr eventuell in den Boxen vorfinden könnt. Und zwar gab es zweimal ein Golden Ticket, das heißt, ihr habt so eine goldene Member Card, mit der könnt ihr eine Reise mit der BBM Crew nach Los Angeles gewinnen. Oder aber, die gab es glaube ich nur einmal, eine VIP Member Card, das war so eine schwarze. Und wenn ihr die habt, da könnt ihr gewinnen. Also da bekommt ihr zur Verfügung gestellt diverse Fanboxen, CDs, ich glaube die Telefonnummer von Sunny und Juri, Backstage-Pass und Zugang zu exklusiven Videodrehs etc. etc. Also jede Menge Bonus-Specials. Ja,
Das alles in dieser wunderbaren Box Bratans aus Favelas von Juri. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Juri unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.